Auf der Wache Köln-Mülheim steht den Beamten ein brisanter Einsatz bevor. Was ist los? Ich war auf Toilette. Was ist hier? Ja. So. Der kommt hier mit der Schusswaffe rein. Oh Gott. Klappt's bei Ihnen oder was? Ein Missverständnis. Was ist ein Missverständnis? Ja, mit der Waffe. Wieso ist das ein Missverständnis? Ja. Lassen Sie mich erstmal aufstehen. Das ist eine Schafe. Echt? Ja. Hallo, das ist ein Missverständnis. Ich kann dafür nichts. Gut. Haben Sie sonst noch irgendwas einstecken? Nein. Auch Waffen gar oder Messer nicht. Oder sowas? Gar nichts. Gut, dann stehen wir jetzt mal ganz langsam auf. Boah, endlich. Ja, endlich. Dann stell dich mal dahin so. Lassen Sie mich erst mal ausreden. Kommen Sie mal ein Stück näher. So, ja, dann fangen Sie jetzt mal an. Was ist los gewesen? Ja, ich habe die Waffe eben gefunden im Wald. Der Kollege kann natürlich nicht jeden, der hier zur Anzeigenaufnahme kommt, körperlich durchsuchen. Wenn da plötzlich ein Junge ist, der auf einmal eine Waffe zieht, obwohl er die vielleicht eigentlich nur abgeben will, weil es eine Fundsache ist, da müssen wir ganz fein unterscheiden. Nur es hängt natürlich auch immer davon ab, wie die Pistole da gezeigt wird. Das habe ich in dem Moment gar nicht mitbekommen. Ich habe da nur noch den Jungen hier am Boden liegen sehen. Aber zum Glück hat sich das alles aufgeklärt. Die liegt aber nicht so lange im Wald, oder? Nee, aber das Modell, das muss... Ja, ja, das ist älter, glaube ich auch. Ja, ich gebe das mal in die KGU. Ja. Noch mehr Waffen hast du nicht dabei, oder? Nein, gar nichts. Also, wie ist denn Ihr Name? Oliver Kolbe. Oliver Kolbe. Richtig. Also, Sie waren mit Ihrem Bruder in dem Wald, oder was? Richtig. Was ist da vorgefallen? Also, Sie sind zusammen mit den Mountainbikes oben in den Eichenwald gefallen, ganz ja, in der Nähe ja, hier. Den kenn ich. Und wir chillen halt des Öfteren da, um einfach ein bisschen Zeit zu verbringen. Weil unser Opa, also der gestorben ist jetzt vor kurzem, hat da eine Jagd heute, eine alte. Und heute haben wir die Fahrräder ein bisschen abseits abgestellt. Und was haben wir gefunden? So eine Waffenkiste einfach. Und da waren Waffen drin, Munitionshülsen. Wir hatten aber kein Handyempfang. So, was habe ich gemacht? Die Waffen mir geschnappt und bin zu euch gefahren. Frage, sind da noch mehr Waffen drin? Bestimmt, ja. Sie sagten, Ihr Bruder wäre mit unterwegs gewesen, der Richtig. Alex? Ja, der bewacht die Kiste da oben. Dann... wäre es sinnvoll, Handy hatte ja keinen Empfang, dass wir zumindest mal eine Streife da hinschicken, ja. Dass er sich der Waffen, dem Waffenfund mal anguckt. Wenn man jetzt irgendwo auf ein Waffenarsenal, ein kleines Waffendepot stößt, dann kann ich nur jedem raten, sofort die Polizei zu verständigen. Das sind vielleicht Schusswaffen, die schon, also jetzt kann man sich ja ausrechnen, das ist jetzt 80 Jahre her, wenn die da einfach nur liegen, da ist Munition drin und da weiß keiner, wie die Munition reagiert, wenn da irgendwie geruckelt oder Bewegungen stattfinden. Also von daher besser die Finger von sowas lassen. Nachdem der 17-Jährige den Beamten den ungefähren Standort seines Bruders gezeigt hat, sendet Stefan Sendera umgehend die Kollegen zu dem Waldstück. Als Michael Weber und Peter Rothmeier dort eintreffen, finden sie ein leerstehendes Fahrzeug. Schmeiß die Karre auf? Nee. Ja, der Kolbe ist ja auch mit dem Fahrrad hier, ne? Und nicht mit dem Auto. Ich mach trotzdem mal einen Halter hier. Ja, sicher. Der Arnold für den 1536. Ja, wir haben ja die Information bekommen, dass hier ein Waffendepot versteckt sein soll. Um welche Waffen es sich handelt, darüber haben wir keine Informationen bekommen. Das kann natürlich jetzt altertümliche Wehrmachtswaffen sein, die der Sammler irgendwo versteckt hat. Oder es können natürlich auch aktuelle sein, um irgendetwas vorzubereiten. Das wissen wir im Moment noch nicht. Ist zugelassen auf eine Firma, Spedition Silberkamp in Köln-Kalk. Ja, so verstanden. Wir sind jetzt hier vor Ort, haben dieses Fahrzeug hier in weißen Fiat festgestellt. Aber wenn der zu einer Firma gehört, dann hat das wohl so seine Berechtigung. Wir gucken weiter nach dem Jungen. Du, der ist doch, der ist doch von innen völlig neutral. Ja, das ist ja gar nichts. Ja gar nicht. Ne? Nein. Lass uns doch mal gucken. Gut, pass auf, ich hole mal das Pad raus und dann können wir mal gucken, ob wir hier überhaupt richtig sind. Kannst du das bedienen? Echt? Das ist ganz neu, ne? Ich habe mich da noch nicht dran getraut. Ich tue mein Bestes. Was haben Sie gesagt, das sollte hier... der Waldweg sein. Also hier, das sind die Hütten hier. Also wir gehen mal in Richtung See hier. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefanie Kolbe. Mein Sohn ist hier. Ich bin gerade angerufen worden. Ihr Name ist wie? Stefanie Kolbe. Ah, die Mutter von einem kleinen Texaner. Ist er nämlich mit so können Sie mir sagen, was passiert ist? Er ist mit einer antiken Waffe hier aufgetaucht. Komm mal bitte rum. Die Mutter ist jetzt da von dem jungen Mann. Olli, was ist los? Geht's dir gut? Ja. Was passiert? Ich erkläre es Ihnen jetzt gleich erstmal. Stefan, wärst du so lieb, das mal der Streife rauszuschicken? Okay. Das ist der Bruder. Ja, alles gut. Die haben mich immer auf den Boden geworfen, wie wild geworden. Das ist Ihr anderer Sohn?
Das ist mein anderer Sohn, genau, der Alex. Man, ist ja schön, dass du gesagt hast, du führst mich, ne? Aber wohin? Das ist der einzige Weg. Ich sehe weit und breit keine Hütte und ich sehe weit und breit keinen See. Du willst nicht wissen? Oh, Alter, was war das denn? Das war laut. Das war kein Schuss. Nee. Das war kein Schuss. Da war eine Explosion. Ja. Pass auf, lass uns mal hier durchgehen. Gucken mal. Hier ist hier irgendwas. Guck dir mal den Krater an. Alter. Was ist denn da hochgegangen, du? Ja, du, ich war noch nicht im Auslandseinsatz. Entweder war das ein Polenböller oder was Größeres noch. Könnte beides sein. Also so ein Polenböller oder halt eine Granate. Ja, lass uns mal in die Hütte gucken. Ne? Aber vorsichtig. Ist nur eine Küche, aber du siehst nichts. Ich guck mal da durchs Fenster. Ja, ich warte noch. Nee, nix. Keine Person drin. Jedenfalls nicht hier augenscheinlich vom Fenster aus. Ich guck mal, ob überhaupt auf ist. Ja. Hier ist die Polizei. Ich guck hier rein. So. Sauber. Sauber. Jo, safe. Pass auf, ich funk jetzt erstmal an. Größer ist der Kapazität nicht? Nee. Das sieht von. Vielleicht haben die noch ein Geheimzimmer. Das sieht von viel größer aus. Ey. Ja. Ja. Ja, noch für den 1536. Die Kollegen, die haben jetzt da in der Nähe geparkt, wo sie noch einen Parkplatz überhaupt finden konnten. Und da war auffällig, dass es noch ein weiteres Fahrzeug gab. Und das ist dahingehend ungewöhnlich, weil das ja sonst alles total verlassen ist. Dieses Fahrzeug, das wurde einer Halterabfrage unterzogen. Und da kam Spedition Silberkamp raus. Sagt Ihnen das vielleicht was oder irgendjemand, also, der da arbeitet? Kenne ich von meiner Cousine Yvonne Pfeiffer, heißt sie. Die hat da gelegentlich mal gearbeitet, daher kommt mir der Name schon bekannt vor. Aber ich weiß auch nicht, ob sie da jetzt noch arbeitet, weil wir haben so gut wie gar keinen Kontakt mehr. Hat die Zugang oder einen Schlüssel zu der Hütte? Sie selber nicht, möglicherweise ihr Vater. Der arbeitet aber nicht in der Spedition. Der arbeitet, meine ich, nicht in der Spedition. Ja. Also, wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Der könnte einen Schlüssel haben. Da ist eine ziemlich krasse Sache passiert, wenn ich mal stören darf. Die 1536 ist ja vor Ort. Ja. Und das scheint entweder ein Riesenböller hochgegangen zu sein, aber wahrscheinlich eher eine Handgranate. Es ist niemand verletzt. Keiner verletzt. Oder Granate. Es ist keiner verletzt. Daher, aber die Kollegen schauen sich das gerade noch mal etwas genauer an. Ist mein Sohn noch da? Oder haben Sie den Alex schon gefunden? Weißt du nicht? Nein, keine Info darüber. Aber nee, haben sie nicht. Ist das gerade aufgefallen? Oh, Scheiße. Das sieht aus wie eine Blutspur, du. Da scheint aber einer richtig verletzt zu sein, du. Das lübt ja noch sogar hier runter. Ja, so alt ist er nicht. Oh, nee. Da ist noch dein Fahrrad, guck mal hier. Hast du denn irgendeine Beschreibung vom Fahrrad? Ich habe keine Beschreibung, aber der Junge soll mit dem Fahrrad hier sein. Die sind ja beide mit dem Fahrrad hier hingekommen. Nur der eine mit dem Fahrrad wieder abgehauen ist und sein Bruder ist mit dem Fahrrad hier geblieben. Okay. Also kann ich mir nur vorstellen, dass er von ihm ist. Aber hast du das da gesehen? Da hat einer was ausgebuddelt hier. Das ist wie wieder der Fahrradfinder hier. Guck mal, das sind Hülsen. Ja. Ob da die Waffenkiste drin war, wovon die gesprochen haben? Ja gut, groß kann sie nicht gewesen sein. Guck mal, gib schon mal kurz her, ja. Arnold. Zur gleichen Zeit gibt es auf der Wache interessante Erkenntnisse über die Waffe, die der 17-Jährige im Wald gefunden hat. Guck, guck. Und wer hat damit geschossen? General Stauffenberg oder Clint Eastwood? Ja, da hast du mir ein Schmuckstück vorbeigebracht. Das ist nämlich eine Wehrmachtspistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die war auch tatsächlich im Einsatz. Die war jetzt aber nicht so lang im Wald verbuddelt, wie du vielleicht zu vermuten magst. Weil der Besitzer ist sehr pfleglich damit umgegangen. Die ist nämlich vor kurzem gereinigt und geölt worden. Also die ist wirklich im Top-Zustand. Die kommt aus einem Waffenarsenal. Da ist auch gerade noch eine Handgranate hochgegangen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Pfeiffer ist hier. Oh, die macht uns die Ehre. Okay. Oh! Sie können sich auch gerne setzen. Ja. Ja, ich die hat schon mehrere Benimmkurse durch, wa? Ja, ich bin da mal wieder weg. Ja, danke. Hat gar nichts zu sagen. Alex, ich nehme sie dir ab. Danke. Ja, verschwinde, genau. Mach den Hampelmann. Uns geht's sehr gut heute, oder? Ist dein Problem. Wollen Sie mich duzen? Und wenn schon? Na, machen Sie das, wie Sie wollen. Mein Name ist Sindera und Sie sind die Frau Pfeiffer. Und? Und was? Scheiß, muss ich dir sagen. Und Sie müssen hier natürlich nichts sagen, auch nichts, was Sie in irgendeiner Form belastet. Aber Sie sind hier auch nicht als Beschuldigte eingeladen, sondern lediglich als Zeugin. Mhm. Weil wir ein Fahrzeug, Sie arbeiten ja für eine Speditionsfirma,
Das wurde auf einem Parkplatz gesichtet in der Nähe einer Hütte. Und da gab es gerade eine kleine Explosion. Da ist auch eine Waffenkiste gefunden worden. Jetzt wollte ich mal fragen, warum Ihr Auto da in unmittelbarer Nähe steht. Mach du mal schön den Fifi, ja? Geh mal schön BRD GmbH weiter, ja? Ein Fifi, okay. Wissen Sie überhaupt, wann die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde? Es war einmal ein souveräner Staat. Heutzutage, es ist nur noch eine Firma. Das Thema Reichsbürger ist in aller Munde. Die Problematik daran ist, Sie akzeptieren nicht, dass Deutschland ein souveräner Staat ist, sondern eine Firma mit staatsähnlichen Strukturen. Das heißt, diese Menschen, die sich den Reichsbürgern zugehörig fühlen, wie die Frau Pfeiffer, die weigern sich dann auch, Gebühren, Steuern oder Bußgelder zu bezahlen. Und von daher war wahrscheinlich auch diese emotionale Unvernunft von der Dame, dass sie mir überhaupt nicht weiterhelfen wollte in dem Fall, obwohl ich eigentlich nur ganz normale Fragen an sie hatte. Sie wissen ja, wo Ihr Wagen steht, von Ihrer Speditionsfirma. Oder haben Sie Ihren Wagen gerade verliehen? Ich kann mit meinem Wagen tun und lassen, was ich möchte. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Sind Sie natürlich nicht. Darf ich denn fragen, wenn Sie Ihr Fahrzeug verleihen, verleihen Sie das manchmal an Ihren Vater, Gerald Pfeiffer? Den kennen Sie aber. Kennen tue ich ihn, aber ich werde dir bestimmt nichts erzählen. Ihr Vater ist auch schon mehrfach vorbestraft, ne? Gewalterstellung, Körperverletzung, Waffenbesitz. Und der hat einen offenen Haftbefehl. Wo ist Ihr Vater denn gerade? Find's doch selber raus, Superbulle! Ja, habe ich mit Eintreffen, Kampf mit Räumdring und Verstärkung in ca. 10. Okay. Ja, verstanden. Ja, gut. Ja, aufgrund der Spurenlage müssen wir jetzt erstmal selbst schon mal tätig werden, bevor jetzt in 10 Minuten vielleicht Verstärkung eintrifft. Denn wir haben hier eine relativ frische Blutspur. Der Verdacht liegt natürlich nahe, dass unsere vermisste Person hier schwer verletzt ist. Und so müssen wir erstmal alles dran setzen, dass wir die finden. Auf der Wache gestaltet sich die Befragung der Reichsbürgerin schwierig. Stefan Sindera hofft auf mehr Informationen durch deren Cousine. Die junge Dame ist ja, ich sag mal, so in dieser Reichsbürger-Szene, ne? Hatten wir. Also es ist sehr schwierig, sich mit ihr zu unterhalten. Viel interessanter ist, dass sie wahrscheinlich ihr Fahrzeug ihrem Vater überlassen hat. Der hat einen offenen HB. Ich der ist aber auch in die Richtung orientiert. Das ach so, das wissen Sie auch. Das weiß ich. Wir haben ja auch seit Jahren keinen Kontakt. Die waren noch nicht mehr auf der Beerdigung von meinem Vater im letzten Jahr. Firma Deutschland und sowas, ja? Unter anderem auch deswegen. Ja, ist nämlich dahingehend, die sind ja meistens sehr waffenaffin, diese Leute. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der da irgendwo im Wald rumrennt und der findet diese Waffenkiste oder hat die da möglicherweise selber versteckt, dann ist das vielleicht sehr ungesund, gerade für unsere Kollegen. Ne? Also hier ist schon mal jemand langgelaufen. Ja, stimmt, das siehst du. Ist alles plattgetreten, ne? Ja. Micha? Ist das auch noch Blut oder was ist das? Also! Hier ist die Polizei! Verpisst euch! Polizei, was für Polizei, Riebschare, Junette! Pack die Waffe weg! Ich mach euch nackig, ich durchsieb euch! Hör den Scheiß auf! Lass die Waffe fallen! Das ist mein Eigentum! Zum Ende Schieße kann ich treffen. Willst du da dran gehen? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Alex, bist du auch da? Nein. Er ist hier, aber der bleibt bei mir. Er ist unter meiner Obhut. Alex, bist du verletzt? Jeder Baum. Scheiße, ich muss nachladen. Der hat doch zugreifen. Komm, ja. Der hat die Waffe weggeschlagen. Gerne bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Auf die Knie, auf die Knie. Runter. Hände hinter Kopf. Wie kann man auch von schießen? Wie kann man so bescheuert sein? Gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Seid doch ein Nichts, seid ihr. Herr Pfeiffer, gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor, das wissen was Sie, ja? Was für ein Haftbefehl denn? Ihr könnt mir gar nicht, ihr könnt mich noch nicht mal verurteilen, hier. Doch, komm mal hoch. Wisst ihr, könnt ihr Reichsbürger werden. Gehst du mit ihm, ich nehme die Waffe? Machen wir so. Das ist meine, die lass dich schön da. Jetzt geh! Du bist ja Alex, ne? Ja, richtig. Alex, wie sieht's aus? Kannst du laufen oder macht die Verletzung? Ja, tut weh. Was ist denn das für eine Verletzung? Von der Handgranate, die vorhin explodiert ist. Wir haben halt diese Kiste da gefunden, die Waffenkiste. Und mein Bruder ist zur Wache gefahren mit dem Fahrrad und hat Bescheid gesagt. Und ich habe aufgepasst. Und dann kam er und dann... Ja.
habe ich die Kiste beschützt und dabei ist uns der Stift aus der Granate rausgeflogen und dann hat die mich am Bein erwischt. Was heißt denn die Kiste beschützt? Ja, er hat... Habt ihr euch da gestritten? Wollt ihr die Kiste haben und mit weglaufen? Oder ja, was? Er wollte die haben. Er hat gesagt, er hat die da vergraben, das sind seine Waffen. Okay. Aber das können ja gar nicht seine Waffen sein. Woher sollen das seine Waffen sein? Warum hat er das Recht auf die Waffen? Das sah einfach wie vergraben aus. Deswegen habe ich gesagt, nee, geh weg. Und dann, ja, kamt ihr schon. Ja. Gott sei Dank ist alles relativ glatt gelaufen. Es wurde keiner schwerwiegend verletzt durch eine Schussverletzung, was immer schwerwiegend ist. Der Alex wurde von dem Handgranatensplitter verletzt. Dafür haben wir auch einen RTW gerufen. Und Gott sei Dank konnten wir den Herrn Pfeiffer auch dementsprechend relativ schnell zu Boden bringen, sodass keine weitere Gefahr von ihm ausgeht. Er war letztlich das ausschlaggebende Moment, der hier das Feuer auf uns eröffnet hat. Und glücklicherweise hat ihm der Alex die Waffe aus der Hand geschlagen und beim Nachladen konnten wir dann unseren Zugriff landen. Der 19-Jährige hat die Verletzung ohne bleibende Schäden überstanden. Die beiden Reichsbürger müssen sich wegen eines versuchten Tötungsdelikts, Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.